Schauen wir uns die Aufgabe D an. Die Geschwindigkeit v ist per Definition die Ableitung des Weges nach der Zeit. V ist gleich ds nach dt. Die Beschleunigung a ist per Definition die Ableitung der Geschwindigkeit der Zeit. A ist gleich dv nach dt. Und zeige mit Hilfe der allgemeinen Gesetze 1, 2 und 3 und der in b notierten Formeln. Gut, auf geht's, machen wir das. Also, gerade diese Formeln, das waren ja eben wirklich die momentanen Geschwindigkeiten, momentanen Beschleunigung, wie wir sie eben auch eingeführt haben, ganz am Anfang der 11. Klasse. So, dann die allgemeinen Gesetze 1, 2 und 3. Welche könnten das wohl sein? Das sind diese hier. Also wir sollen entsprechend die ableiten und dann gucken, dass wir auch dann das Ganze so bestätigen können. Gut, auf geht's. Also, zeige, dass die in B notierten Formeln gelten. Also, kleine Herleitung. Gut, machen wir das. In B haben wir noch die eingesetzten Werte. Gut. Ich würde das jetzt einmal gern an den Mathematikunterricht anknüpfen. Dann würde ich das mit den allgemeinen Gesetzen der ungleichmäßig beschleunigten Bewegung machen und dann eben mit der Beispielaufgabe. So. Wir haben im Matheunterricht häufig Formeln, zum Beispiel f von x. Hier in der Physik haben wir eben unser Gesetz, zum Beispiel das von der das Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz. S ist gleich s von t ist gleich. So, hier lautet es 1/6 mal k mal t hoch 3 plus v0 mal t plus s0. Und wenn wir eine konkrete Aufgabe haben, dann setzen wir ein. Und hier lautete das Gesetz 1/12 Meter Sekunden hoch 3 mal t hoch 3. Wir sollen jetzt hier einmal eine Formel für die Geschwindigkeit herleiten. Und zwar v ist gleich ds nach dt. V ist gleich ds nach dt. Aus dem Mathematikunterricht würdet ihr das so notieren, nämlich f' von x als erste Ableitung. Nichts anderes sollen wir machen. Wir sollen also hier den Weg nach der Zeit ableiten. Im Matheunterricht sind eure Variablen immer x, von daher brauche ich nur dieses f' zu setzen. Im Physikunterricht muss ich noch ansagen, nach welcher physikalischen Größe ich ableiten möchte. Ich könnte ja zum Beispiel auch nach einer anderen physikalischen Größe ableiten. Ich möchte hier nach der Zeit ableiten, darum muss ich hinschreiben ds nach dt. Also dieses Ableitung, was im Mathematikunterricht einfach durch dieses Strich signalisiert muss, muss im Physikunterricht aufwendiger durch ein d nach dt dargestellt werden. Aber s ist einfach nur wirklich die Funktion, die ich hier oben einsetze. So, und dann machen wir das einfach. Also wir wollen jetzt die Ableitung der Funktion 1/6 k mal t hoch 3 plus v0 mal t plus s0 machen. Okay, wenn ich mir die Struktur anschaue, dann habe ich erstmal eine Summe. Und ich habe als Variable t hoch 3 drin und sowas wie v0 mal t plus s0. Ich bastle mir sowas mal für eine ganz normale Funktion, wie ihr sie aus dem Mathematikunterricht erkennt. Vielleicht sowas wie 2a x hoch 3 plus b mal x plus c. Das ist jetzt eine ganz rationale Funktion. Die abzuleiten wäre wahrscheinlich für euch kein Problem. Ihr guckt euch an, Summanden, also erst den ersten Summanden ableiten, zweiten Summanden ableiten, dritten Summanden ableiten und dann eben entsprechend gucken. Bei dem ersten Summanden 2a hoch x hoch 3 würdet ihr wahrscheinlich die
das Potenzgesetz anwenden. Und das wären dann 2 mal den Exponenten, also 3, 2 mal 3. Die Ableitung wäre dann 6. A ist eine Konstante, bleibt erhalten. Und x hoch 3, daraus wird dann x². Zweite Summande, b mal x, Konstantenregel. Ableitung von x ist dann 1 mal die Konstante b. B bleibt übrig. Dritte Summanden, c ist eine Konstante. Wenn ich die ableite, kommt 0 raus. Also, die Ableitung von dieser Funktion ist kein Problem. Und darum ist auch, denke ich, diese Funktion des Wegzeitgesetzes kein Problem, weil es die gleiche Struktur hat. Ich habe hier einen Summanden, eine Summe mit 3 Summanden. Das erste Potenzgesetz, zweite Konstantenregel, Konstantenregel beachten. Und hier habe ich eben dann einfach nur S0. Also, das jetzt abgeleitet, V ist gleich 3 mal 1 Sechstel, das sind, na, ich mache einen Zwischenschritt, 1 Sechstel mal k mal jetzt t hoch 3 abgeleitet sind 3 mal t Quadrat plus v0 mal 1 plus 0. Vereinfacht sind das dann 3 mal 1 Sechstel ist 1 halb k mal t Quadrat plus v0. Und wenn ich mir das anschaue, ist das auch genau die Formel, die ich erwartet habe. So, jetzt gucken wir uns das für die Beispielaufgabe an. Wenn ich jetzt also hier die Geschwindigkeit, also ich habe einen Bewegungsvorgang, der wird durch dieses Bewegungszeitgesetz beschrieben und ich würde jetzt gerne eine Formel für die Geschwindigkeit haben und ich habe die zum Beispiel vergessen, ich habe mir nur das erste Gesetz gelernt, dann würde ich jetzt auch hier die Ableitung bilden. V ist gleich das Weggesetz und dann eben nach der Zeit ableiten, ds nach dt. Eingesetzt. Ein Zwölftel Meter pro Sekunde hoch 3 mal t hoch 3. Und das hat jetzt die Struktur, ein Zwölftel ist eine Konstante, bleibt also erhalten. Dann t hoch 3 sind 3t². Vereinfachen, v ist gleich 1 Viertel Meter Sekunde hoch 3 mal t². So, wir hatten das oben schon mal notiert. Gucken wir, ob wir auf die gleiche Formel kommen. Ja, da ist sie. Okay, hat also wunderbar geklappt. So. Das Gleiche sollen wir jetzt auch mit der Beschleunigung machen. Und ich würde wieder genauso vorgehen. Ich fange mit dem Geschwindigkeitsgesetz an. Lautet 1 halb k mal t Quadrat plus v0. Die Beschleunigung per Definition ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Und das zeigt mir, wonach ich ableite. Und v ist hier eine Funktion der Zeit. Setze ich also ein. Also a ist gleich d nach dt. Und jetzt die Geschwindigkeit ist 1 halb mal k mal t Quadrat plus v0. Ableitungsregeln jetzt anwenden. Ich habe hier eine Summe, der erste Summand. Hier vorne ist eine Konstante, die bleibt erhalten. Also 1 halb k schreibe ich hin. Die Ableitung von t Quadrat ist 2t. Zweite Summand, v0 ist eine Konstante. Wenn ich die ableite, kommt 0 raus. Vereinfachen, a ist gleich 1 halb mal 2 ist 1
Also bleibt k mal t übrig. Und das ist genau mein Beschleunigungszeitgesetz der ungleichmäßig beschleunigten Bewegung. Perfekt. Und gucken wir uns das für unsere konkrete Beispielaufgabe noch an. V von t ist 1/4 Meter pro Sekunde Quadrat mal t Quadrat. Die Definition der Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Auf geht's. Notiere nochmal das Geschwindigkeitszeitgesetz. Und wenn ich jetzt ableite nach der Zeit, das erste ist eine Konstante, die schreibe ich also ganz normal hin. Und t Quadrat nach der Zeit abgeleitet ist 2t. Jetzt noch vereinfachen. 2 mal 1/4 ist 1/2 Meter Sekunde hoch 3 mal die Zeit. Schauen wir mal an, ob wir das so auch ermittelt haben. Ja, da ist es. Nein, wo ist die Formel? Naja, a ist gleich k mal t, k müsste ich hier oben einsetzen, dann sehe ich das auch. Okay, hat also geklappt. Wunderbar. Ich würde ganz kurz noch zusammenfassen, was wir jetzt hier quasi gesehen haben. Das gilt wirklich für alle Bewegungsarten. Wenn ihr also als Fachwissen das ST-Gesetz kennt, dann könnt ihr durch Ableiten V ist gleich ds dt immer das Vt-Gesetz herleiten. Wenn ihr dann das Vt-Gesetz hergeleitet habt, könnt ihr immer mit Hilfe der Ableitung nach der Zeit dann die Beschleunigung herleiten. Und das gilt immer für alle Bewegungsgesetze. Entsprechend müsst ihr jetzt bei diesem neuen Bewegungsgesetz nicht alle drei Gleichungen auswendig lernen, sondern es reicht dieses. So, jetzt geht's gleich los.